Oh, hallo. Aber hey, meiner Gesundheit geht's gut. Oh Gott, mein Brustkorb tut weh. Hallo YouTube, wir spielen eine Demo. The Stairway. PT-Demo, also es ist wohl wie PT. PT. Ich weiß nicht, warum das so die. Warte mal. Ach so. Ich dachte, hier wäre vorher keiner gewesen und in den Settings, aber gut. Sprache. Oh, Deutsch. Grafik. Ich habe das gerade zum ersten Mal an. Oh, ich habe also auf Ultra, ob der PC das schafft. Ich war mal die Ventilatoren höher und der ist immer noch offen. Oh. So. Wer ist die Steuerung? C, Shift, oh nein. Ich kann springen. Haha. Das freut mich. Zoom. Feuern. Reload. Wieso sollte ich das können müssen? E, Q, Y. Nein, ich kann mich um Ecken dehnen. Okay, User Item 1, 2, 3, 4. Pause-Taste. Map. Tab. Okay. Maus und Keyboard, ja. Ein bisschen runter. Was war hier mit Ton? Muss das so ruckeln? Game Quality machen wir mal hier hoch. Nur zur Sicherheit. Achso, jetzt ist es auch Deutsch. So, Survival Mode. Wie spielen? Ne, wir machen ein neues Spiel. Wenn sich Ihre Umgebung verändert, bedeutet das was? Ja, bedeutet das irgendwas? Drücken Sie eine beliebige Taste. Habe ich. Achten Sie mal auf Ihre Umgebung, lassen Sie keine Anomalien mit sich kommen. Versuchen Sie, die Schleife zu durchbrechen. Jede Treppe ist ein Schritt in die Freiheit. Ach, hallo? Das ist doch nicht dein Ernst. Das ist doch jetzt nicht die Maus-Sensibilität, oder? Ah, ja. Aber dieses Knistern, das nervt mir ja schon ein bisschen. Also. Oh, falsche Taste. Medizin zählt nicht als Anomalie. Nimm welche zum Heilen. Warte mal, Anomalien nicht mitnehmen? Ist es wieder so, ich muss was finden, aber wieso kann ich... Hey, da stand doch Jump. Ich kann nicht jumpen. Oh. Out of order. Ja, schade. Ich kann zoomen. Be mindful of anomalies. When you encounter any anomaly, go back the... Ach, was? Das ist schon wieder so ein Anomalienspiel. Ich dachte, das wäre ein PT-Klon und das sieht aus wie hier das Apartment, wie ist das? 1466 oder irgendwie sowas. Okay. Also, wenn du eine Anomalie findest, go back down the whole set of stairs to lower floor room to remove them. Also, wenn wir eine Anomalie finden, dann gehen wir wieder runter. If you don't encounter an anomaly, move up the stairs normally without any problem. Also, wenn wir nichts finden, dann können wir, habe ich mein Mikrofon eigentlich richtig? Ich habe vorhin wieder rumgespielt und gerabbelt. dann können wir einfach hochgehen.
An Anomaly could be a shadow, also eine Anomalie könnte ein Schatten sein, eine Person, ein Flackern von Licht. It's not meant to be there or anything strange. Also alles Komische und Sachen, die eigentlich nicht da sein sollten. Try to get at the end of stairway to escape the loop. Also wir sollten versuchen, ans Ende der Treppe zu kommen, um den Loop zu durchbrechen, die Schleife. But mind your surroundings. Don't let it change. Aber wir sollen halt unsere Umgebung im Auge behalten. Oh. Kuh untersuchen. Eine Miezekatze. E lesen. Bild von Ginger, eine süße Katze, die in der Wohnung lebt. Jeder liebt es, ihn zu füttern. Ginger ist ein... Ja? Drehen? Ah, okay. Medizin. Nehmen. Aufgehoben Medizin. Ach, guck mal. Ja. Das wäre ein bisschen einfacher gewesen. Jetzt hätte ich sogar auf Deutsch gehabt. Also hier bitte... Ne, falls ihr meiner genialen Übersetzung nicht glaubt. Versuchen Sie, das Ende der Treppe zu erreichen, um der Schleife zu entkommen. Aber achten Sie auf Ihre Umgebung. Lassen Sie sie nicht verändern. Lassen Sie sie sich nicht... Lassen Sie sie... sie egal. Weg mit dir. Achte auf deine Umgebung, wenn sie sich verändert, bedeutet das, dass eine Anomalie in der Nähe ist und du eine Treppe hinuntergehen musst, wenn sie... Ja. Start hier. Hätte ich mir... Warte mal, das merken müssen. Könnt ihr genug sehen? Ich kann nicht genug sehen. Grafik. Abstand der Schatten. FPS hier, warte mal, vielleicht ist es deswegen. Hier ist nichts mit heller. Ja, dann nicht. Achso, Sachen merken. Also, kann ich hier noch weiter runtergehen? Nee, okay. Hier liegt ein Zettel, hier sind Ameisenproblem. Ein Buch. Ein weiterer Zettel mit Fragezeichen und ein Tisch mit Ginger. Oder kommt jetzt erst der Start? Ich weiß nicht, Start hier. Weil, irgendwie melde ich Anomalien? Hallo. 6, 7, 8. Oh. Oh, hallo. Du bist Ginger. Ein Stuhl. Plans from Outer Space. Und denk dran, es ist eine Demo, also so lange wird sie nicht gehen. Ich bin enttäuscht, da stand, ich kann springen. Nur bin ich doof. Vintage Fashion 20%. Das fängt bestimmt erst ab hier an. The Green Slime. Ah, komm, der grüne Schleim kommt. Hi. Bist ja. Du bist nur eine Puppe. Ich darf. Und du hast keine Nippel, das ist nur Dreck. Stuhl 6, 7, 8. Hast du dich verändert? Ja, es. Wenn du häufig grundlos die Treppe hinuntergehst, wird er durch deine Angst stärker und greift dich. Wer ist er? Du kannst auch herumliegende Medizin. Warte mal. Ah, okay. Ich habe auch 100. Also ist alles gut. Ich gehe einfach nicht unnötig runter. Scheiße, ich habe die Bücher nicht aufgepasst. Hast du dich bewegt? On the river. What? Was höre ich da? Sechs, sieben, acht. Tarantula, das war da. Ich höre doch, wieso habe ich den Mund auf? Ich habe nicht die ganze Zeit den Mund auf. Hat
hast du vorhin schon... Ja, ich habe dir auf die Brust geguckt. Ich habe nicht gesehen, ob du eine Hand hast oder nicht. Es tut mir leid. Wie melde ich denn Anomalien? Oh. Mel. Ich... Einstellung. Crouch Jump. Hier, da. Zoom Fire Reload Use. Ach, bin ich doof. Ich bin so doof. Was frage ich denn so ein Mist? Wenn ich eine Anomalie sehe, muss ich ja runtergehen. Ja. Hm. Ein grüner Schleim kommt. Ich weiß es nicht. Ich gucke mir das jetzt hier nochmal an. Also hier ist irgendwas mit der Revolution von Celestia oder so. Hier sind die Ameisen. Die Beschreibung ist übrigens sehr schön. Du bist in einem Loop gefangen mit einer Katze. Ich dachte mir, das klingt gut. Ja, ich sag jetzt einfach mal, du hattest vorhin auch schon keine Hand. Ist das mein Schatten? Aber ich höre doch was. Jetzt ist hier ein Stuhl. Hier war vorhin kein Stuhl. Celestia. Hallo. Und das Licht flackert. Okay. Ich bin wieder weg. Jedes Mal, wenn ertönt ein Geräusch. Also war es richtig, da war auch gerade so ein... Ja, okay. Also, du hast keine Hand, hier ist ein Stuhl. Hey, ist ein Stuhl. Jetzt hast du so einen roten Punkt da. Wieso macht das? Okay. Das Brummen finde ich sehr laut und diese kleinen Geräusche sind so fein im Hintergrund, dass ich eigentlich gerne lauter machen würde, um die zu hören, aber das Brummen ist so laut. Und dann kommt irgendwas und dann falle ich vom Stuhl. Ich glaube, es ist alles okay. Das ja auch noch dazu. Wieso hat man eine Puppe im Flur stehen? Hat das geflackert? Plan 9 von Outer Space oder so. Puppe. Hallo Ginger. Die Ingwer-Katze. 7, 8. Da ist auch noch hier The Green Slime Coming. 20%. Du bist auch gruselig. Ich finde, das sieht eigentlich ganz in Ordnung aus. Ich kann mir das nur nicht alles merken, was hier für ein Klimbim rumliegt. Ich habe auch keine
keine Ahnung, ob das gut ist, was ich jetzt hier gerade mache. Nope. Hast du die gejagt? Dieser schöne Schatten, ne? Fragezeichen. Was ist das? Mein Schatten. Du, hier liegen drei Dinger. Okay. Ich habe Angst, dass sich diese Puppe bewegt. Hallo. Katze ist hier das Einzige, was mich beruhigt. Waren die schon immer pinke Spritzer drauf? Plan 9 from Outer Space? Irgendwann, ne? Irgendwann dreht sich diese Puppe. Oder springt mich an oder weiß ich nicht was. Irgendwas macht diese Puppe doch. Eigentlich keine Tasche, also ich habe eine Taschenlampe, aber die ist mir nicht. Tschüss. War es richtig? War es gut? Ich habe 100 Health. Muss ich jetzt hier eigentlich auch wieder gucken? Was flimmert da unter dir so, Katze? Deine Schnurrhaare, okay. Und was kommt dann eigentlich? Ist dein Gesicht anders? Ah. Hier sind pinke Punkte, okay. Also, das war nur eine reine rhetorische Frage. Ich will nicht wissen, was dann kommt. Warte mal. Du hast doch ein Auge. Du hast doch auf einmal ein Gesicht. Nee, ich traue dir nicht. Katze, lass mich gehen. Sie hatte ein Gesicht. Es tut mir leid, ich habe auf die Brüste geguckt. Ich habe nicht das Gesicht geguckt. Also schon, aber ne? From Outer Space. Tarantula. Das Spiel macht mich nervös. Okay, sie hat ein Gesicht. Sie hat auch eine Pupille. Sie hat nur noch einen Arm. Tantra ist weg. Okay. Vielleicht hatte ich auch Glück und irgendwas anderes stimmte nicht. Celestia, 6, 7, 8, Ingwer, Katze, Planung. Jetzt fange ich an, mir zu zweifeln. Hat das Schwänzchen schon immer so gewedelt? Wie sind die Ameisen? Bilden die irgendwie ein Muster oder so? Ich höre Dinge, aber ich weiß nicht, ob das schlimm ist.
echt durch, dass es so dunkel ist, weil man hier, also ich glaube, ihr seht es besser. Ich sehe es beim Aufnehmen jetzt hier so im Spiel selber nicht so hell. Sind wir das, die da so komisch atmen? Oh. Zum Thema Muster. Das war doch vorher nicht. Das war doch vorher nicht. Nee. War es wieder mein Schatten? Ich habe keine Ahnung, ob ich das richtig mache, ne? Absolut nicht. So hier, Ameisen machen kein Muster. Also so nach hier und nach da. Aber nicht so wie vorhin. Ja, die machen doch hier schon wieder so ein Tranafiti. Ich war doch. War ich das nicht richtig? Bin ich zu lahm? Ist das gar nicht alles so dramatisch? Ja, dann. Hätte ich bis hierhin zurücklatschen müssen. Die laufen Richtung. Die arme Katze sitzt mitten in den Ameisen. Also sie laufen. Ja, Entschuldigung. Bei mir ist gerade Abend. Die laufen alle Richtung Katze. Und ein paar hier so zu mir. Oder ändern die ihre Richtung auch. 6, 7, 8. Die laufen alle zur Katze. Out of order. Mensch, Katze. Katzen gehen auch einfach nicht aus dem Weg, ne? Wenn die dir im Weg stehen, ist denen egal. Okay, das war ekelhaft und laut und ekelhaft. So, ich gehe jetzt einfach bis hierhin zurück. Ja, vorhin war ja auch hier dieses Start hier. So, ich mache es noch ein bisschen leiser in meinem Ohr. Ist mir egal, dann höre ich halt nur so ein bisschen das Brummen und irgendwas höre ich vielleicht nicht. Oh Gott, mein Brustkorb tut weh. So ein bisschen. Ja, Hauptsache, dir geht's gut. So, alles gut hier? Ameisen. Okay, jetzt laufen die Ameisen Richtung Stuhl und Katze. Ich glaube, die fucking Ameisen sind egal. Vielleicht gibt mir das Knacken ja auch Hilfestellung. Als nächstes Mal knackt, wenn irgendwas nicht richtig läuft. Hier. Nee, dir geht's wie immer. 8, 7, 6. Ja, auf geht's.
Aber hey, meiner Gesundheit geht's gut. Aber es ist auch wieder anders. 6, 7, 8. Katze. Fein. Out of space. Ja. Der Schleim kommt. Ja. Okay. Bitte kein Jumpscare, bitte kein Jumpscare, bitte kein Jumpscare. Danke. Katze. Ameisen laufen irgendwo hin, ist mir egal. Plan 9, 7, 8. Dir geht's gut, dir geht's gut. Nein. Nun war es unnormal. Ich habe mir nie die Dinger hier angeguckt, ne? Vielen Dank fürs Spielen der Demo. Alter. Bist du bereit für die volle Experience? Nee, ich glaube nicht. Wenn du Feedback hast zum Spiel, bitte zögere nicht, es mitzuteilen. Ich bin zurzeit ein einzelner Entwickler und lasse die Texte nicht zu Ende laufen. Ah. Please note the demo of a game. Ja. Ja, das war ganz fein. Wenn ich den Survival Mode. Wo ist meine Maus? Wo ist meine. Hallo? Meine Maus ist weg. Ja. Kann ich irgendwie. Meine Maus ist komplett weg. Da ist sie wieder. Moment. Nee, ich komme nicht. Ich komme nicht darüber. Aber gut, wir haben die Demo ja verstanden. Oh, also ihr wahrscheinlich eher als ich. Oh Gott. Ey, hat sich alles zusammengezogen. Die zwei Schocker. Ja, es könnte gut werden. Ich glaube, das ist ein Spiel, wenn diese Erschrecker alle so heftig sind. Ich meine, okay, das erste war ein Stuhl. Ein schöner Stuhl. Aber das gerade auf der Treppe, der war, also, boah. Da muss ich direkt aufstoßen von Gott, Gott, Gott. Der Stuhl, okay, aber der Rest nicht. Ich glaube, das ist das erste Spiel, wo ich sage, nee, vielleicht spiele ich das nicht in der Vollversion. So, dann gucke ich mal, wie ich hier wieder rauskomme und sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.